Ich begrüße im Rahmen der neuen Reihe Ausnahmegespräche die Schriftstellerin Helena Adler, ihr soeben erschienener Debütroman »Die Infantin trägt den Scheitel links«. Ist zurzeit in aller Munde und ist im Jung und Jung Verlag erschienen. Frau Adler, alles dreht sich in diesem Roman um das Aufwachsen in der österreichischen Provinz, um ein Mädchen, um ein Bauernmädchen, das in der österreichischen Provinz aufwächst. Sie selbst leben in der österreichischen Provinz, haben sich selbst einmal als Goschendiva aus der Provinz bezeichnet. Was macht denn die Diva an Ihnen aus und was ist die Provinz in Ihnen? Da fällt mir ein, es hat einmal jemand über mich behauptet, dass ich eine Mischung aus Bauernbub und Schloss Esterhazy bin. Diese Bezeichnung hat mir ganz gut gefallen, also das trifft auf meine Person wirklich ganz gut zu. Ich war vor 2 Jahren einmal in Budapest, also eigentlich das erste Mal, und habe mir dann gedacht, wow, diese Stadt entspricht mir schon ziemlich. Das ist so eine Mischung eigentlich aus Dekadenz und Schimmel. Also überall diese Prunkbauten, diese Schlösser, diese Thermalbäder mit Säulen, Hallen, und überall, wo man hinschaut, schimmelt es aber auch. Also nach außen hin die aufpolierte Fassade und dahinter etwas Marodes. Und diese Ambivalenz trifft halt auch auf mich zu. Ich komme aus der Provinz, ich liebe und hasse sie. Das trifft ja oder beschreibt ja schon sehr schön auch die Stimmung, den Ton, in dem Ihr Debütroman verfasst ist. Wir kommen im Detail noch auf diesen Roman natürlich zu sprechen, aber fangen wir einmal ganz von vorne an und tun so, als wäre alles neu zu definieren. Was ist denn eine Schriftstellerin? Sie sind ja auch in der bildenden Kunst aktiv, Sie haben mehrere Kunstsparten zur Hand offenbar. Aber was ist eine Schriftstellerin? Eine Schriftstellerin, würde ich sagen, am ehesten ist ein Großkaliber, also eine Persönlichkeit auf alle Fälle, in meiner Ansicht, also meiner Ansicht nach. Also die Jelinek oder die Hertha Müller, das sind Schriftstellerinnen, das sind Großkaliber. Ist Literatur dazu da, um sich zum Ausdruck zu bringen oder vielmehr dazu, darin zu verschwinden? Beides wahrscheinlich. Also die bloße, also die Literatur geht ja, glaube ich, auch immer über eine Biografie hinaus. Und darin verschwinden, ja. Vielleicht auch, ja. Und bei mir ist, also für mich hat Literatur auch immer so etwas wie einen ästhetischen Charakter. Was Rigoroses, etwas, das einen Raum eröffnet und nicht abschließt. Also was das immer in Bewegung ist vielleicht. Damit Sie einen Eindruck von dem Text bekommen, hören wir uns jetzt einen Auszug aus dem Buch an. Kapitel 20 – Vertreibung der Hager. Dort oben am Berg, da haust eine Familie. Die verwendet Bartwisch und Mistschaufel als Silberbesteck. Einmal im Jahr kommt der Kaminkehrer und bürstet ihnen die Haare zurecht. Die waschen sich nie und putzen sich die Ohren mit Hirschseife und Hochdruckreiniger aus. Die fadisieren sich auf alten Biedermeiersofas und trinken Schnaps aus Schierlingsbechern. Die binden sich ihre Schuhe mit Fuchsbandwürmern. Die musizieren am Dachboden mit Kübeln und Regenwasser. Die züchten Wanderratten im Stall, schneiden ihnen die Schwänze ab und verkaufen sie dann als Biber an Streichelzoos. Die fladern Grabsteine und bauen sich damit eine Garage. Die spielen mit echten Waffen Krieg und Hausfriedensbruch und veranstalten Wasserschlachten mit Kuhurin.
Die verwenden den Kälberstrick als Galgen für schlechte Zeiten. Die tragen Essigbatscherl statt Stiefel und waschen sich die Haare mit Bier und Eiern. Die sammeln Sterbebaten und spielen damit Quartett. Die tragen Besenreißer im Gesicht und reden, als hätte ihre Zunge Gicht. Die tanzen im Ascheregen der Verstorbenen und zerklatschen Motten mit bloßen Händen im freien Flug. Die schneiden ihre Nägel mit dem Fallbeil. Die beherbergen Landstreicher und Schwarzarbeiter. Die folgen Routengehern auf Wasseradern. Die tragen Heustaub auf der Haut und verkaufen Estragon aus Kälberdreck. Die haben eine verrückte Tochter, die sich Infantin nennt. Eine Kronprinzessin, die lauter rülpst als jeder dahergelaufene Stallbursche. Kurz nach meiner Schlachtung steige ich in das animierte Bräugelpanorama, das meine Welt ist, meine Welt immer schon war, und verschanze mich darin so lange, bis ich nicht mehr gesucht werde, so lange, bis es sich mich komplett einverleibt hat. Im grün-blauen Gebirge, hinter den Bergspitzen, unter der großen Gletscherzunge, im Gleißen der herbstlichen Spätnachmittagssonne, im Schatten der schwarzen Erhabenheit, auf dem Divan inmitten von knochigen Hunden, unter Wasseradern in Regentonnen und Güllefässern, im Gehäuse des zinnoberroten Lippenstifts der Mutter, zwischen den Falten ihres zitronengelben Rocks, im Büchsenlauf des Jagdgewehrs, unter tanzenden Schuhsohlen, neben denen der Gin des Lebens fließt, zwischen grüner Juchte und brauner Jauche, im Schwitzkasten der Cousins, die in ihrer Achselhöhle Wurstknödel aus mir formen, zwischen den alten Schallplatten der Eltern. By the rivers of Babylon, im Gestrüpp des flohbesetzten Flocati, im Taubenblau des blind gewordenen Vaterauges, als Tanz auf der Nase der Mutter, als Dorn in den Augen der Schwestern, als Steigbügel im Ohr des Großvaters, in der Brennkammer seiner Meerschaumpfeife, gebettet auf Virginia-Tabak, als blinder Fleck in meiner Familie, im Brandzeichen auf der Kuhhaut. Die Figur Helena Adler, die Sie ins Zentrum Ihres Romans stellen, ist ja eine, die in schwierigen Verhältnissen aufwächst, aber sehr früh sich zu wehren weiß. Ist künstlerisches Tun oder im Spezifischen jetzt hier literarisches Tun auch so etwas wie eine Selbstwehr? In meinem Fall ist es das auf alle Fälle. Also bei mir hat Sprache oft den Charakter eines Konterns gegen die Welt. Also gegen, es ist ein sich auflehnen gegen den Status quo, der ja auch, also für mich zumindest auch vor Corona schon lange nicht mehr gepasst hat. Es ist, also bei mir ist der Impetus, der Antrieb kommt meistens von so einem, von einer Art Weltenzorn, Existierzorn, Ablebezorn. Es ist ein sich wehren gegen die Zumutung der Bewusstheit darüber, dass wir alle sterben müssen. Das, ja, und mit der Sprache kann ich mich da am besten zur Wehr setzen, also gegen diese Ausgesetztheit in der Welt, in die Welt. Wir sind ja nie gefragt worden, ob wir geboren werden wollen oder nicht. Wir haben vielleicht jetzt so etwas wie eine Entscheidungsmöglichkeit oder eine Freiheit, aber wir haben nie so etwas gehabt wie eine pränatale Entscheidungsmöglichkeit. Und gegen dieses Ausgesetztsein möchte ich wüten.
Gegen dieses Ausgesetztsein möchten sie wüten. Ilse Eichinger war eine, die jetzt mit anderem Temperament, aber sehr ähnlich zu dem, was sie jetzt gesagt hat, ihre literarische oder künstlerische Aufgabe auch darin saß, gegen die Natur zu kontern, gegen das Geborenwordensein zu kontern. Wenn sie es sich aussuchen könnten, würden sie auf der Welt sein wollen oder es bevorzugen, diesen Wahnsinn nicht durchleben zu müssen? Ja, auch das ist ambivalent, weil es ist einmal so und einmal so. Und da macht man sich natürlich, wenn man Mutter ist, schuldig, wenn man sagt, nein. Und es gibt Momente, in denen man sich vielleicht denkt, wow, die Welt an sich empfinde ich als schön und das Schönste darin ist die Liebe zu den Liebsten. Aber auch gleichzeitig ist der Schmerz halt darin, dass man weiß, dass das Wichtigste, das mir gegeben wurde, das wird mir auch wieder weggenommen. So. Sie fahren ja gleich zu Anfang durchaus kräftig auf in diesem Debütroman. Nietzsche, Lichtenberg, Schiller, Peter Bruegel. Ist dieses Verweisnetz, das Sie aufspannen gleich zu Anfang, auch eines, das Ihnen Sicherheit gibt? Sind diese Texte, diese Figuren, die Sie da nennen, so etwas wie Bojen auch für das eigene Schreiben? Ich würde eher sagen, es ist mehr so ein Vorstellen von Wunschfamilienmitgliedern oder so, eher so ein Aufdrängen vom eigenen, von der Familienchronik, die man gerne hätte. Also das Schreiben an sich, also bei mir ist eher so, dass das Schreiben die Boje in der Existenz ist. So. Oder der Glaskäfig im heißersäuchten Wasser. Oder die Insel. So eher. Also das Schreiben an sich ist für mich die Boje in unserer Existenz. Vielleicht, ja. Die bildende Kunst spielt ja eben, das macht gleich der Anfang des Romans deutlich, eine sehr wichtige Rolle in diesem literarischen Text. Ist Literatur einfach eine andere Form der Malerei? Also für mich ist es so, dass es auf alle Fälle verwoben ist. Und auch wenn ich derzeit Literatur mehr Platz, mehr Raum einräume, ist es verwoben, weil ich immer vom Bild ausgehe. Also es bedingt sich schon wechselseitig. Bei mir ist es das zumindest. Ja. Es ist gerade die technische Qualität Corona-bedingt schlecht. Dafür kann jetzt die Technik nichts, aber der Empfang scheint recht schlecht zu sein. Aber wir bleiben trotzdem dran, Helena Adler. Wir haben von bildender Kunst gesprochen und von der Relevanz, die dieser in Ihrem Debütroman zukommt. Welches Bild war denn am Anfang dieses Romans? Oder gab es ein Bild, das der Anfang war für das Schreiben dieses Textes? Es waren viele Bilder, aber natürlich war ganz vorne dabei, also Bräugebilder waren eher vorne dabei, genau. Und ja. Jäger im Schnee, zum Beispiel, aber auch Bosch. Was finden Sie darin, was Ihrem Weltempfinden entspricht? Weltempfinden? Ne, es ist vielleicht nicht das Weltempfinden, sondern das, was meiner Vergangenheit oder meinem Ursprung, meinem Alltag entsprochen hat. Dieses groteske, abgründige,
aber zugleich auch sarkastische oder witzige, absurde. Es ist in Ihrer kurzen Biografie zu lesen, geboren 1983 in Oberndorf bei Salzburg in einem Opel Kadett. Warum ist es wichtig, in einer Kürzestbiografie diesen Umstand zu nennen und was hat es mit diesem Umstand auf sich? Es ist überhaupt nicht nötig, das zu nennen. Vielleicht habe ich es einfach witzig gefunden. Es hatte schon auch mal wer in einem Interview gesagt, dass ich da wieder dick auftrage. Das ist tatsächlich nicht so gewesen. Also ich wurde im Auto geboren und jetzt ist das natürlich eine Geburt, ein einschneidender Moment und der war aber auch gleichzeitig lustig. Also es waren, Es ist. genau, es waren keine Ärzte, keine Krankenschwestern, Hebammen dabei, die sind erst später dann dazugekommen und haben dieses eklige Auto gesehen und dann die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, um Gottes Willen, bitte, da ist es passiert. Und das war halt mein Einstieg ins Leben. Dieses Mädchen, das Sie ins Zentrum Ihres Romans stellen, schildert ja Ihre Herkunft sehr aus. Also man erfährt, welchen Vater, welcher Art der Vater war, welcher Art die Geschwister waren, welcher Art die Mutter war, wie der Kontext war. Bestimmt die Herkunft unser Sein maßgeblich, also auch in Ihrem Fall? Ja, also würde ich auf alle Fälle bejahen. Ja, also bei mir war es definitiv so. Es war nicht automatisch so, dass gesagt wurde, so du gehst jetzt mal ins Gymnasium oder du studierst. Dafür hat man schon auch ein bisschen kämpfen müssen. Also in meinem Fall würde ich das bejahen, ja. Klar. Kennen Sie die Welt der Protagonistin, Ihrer Heldin, sehr gut aus eigener biografischer Gegebenheit? Ja, auf alle Fälle. Also da müsste ich lügen, wenn es nicht so wäre und ob ich dann irgendwann etwas schreibe, das dem total fremd ist, irgendein New Yorker Untergrundroman, das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, so wie der Handke sagt, er ist von Homer und so weiter. Ich wäre vielleicht auch gerne ein Schillerkind oder ein Goethe-Kind, aber ich bin es nicht. Ich bin auch von dort her. Und ich weiß, wie das ist, wenn man am Land aufwächst mit der ganzen Brutalität, die auch da auf einem Bauernhof oder im Bauernhofalltag stattfinden kann. Das kenne ich durchaus, ja. Dass es trotzdem nicht alles autobiografisch ist, liegt auch auf der Hand. So, ja. Es gibt in diesem Buch, das wuchert vor Sprache, könnte man sagen, Nüchternheit ist jetzt nicht unbedingt Ihr Metier, sondern es wuchert, es ist in dem Wuchern aber auch sehr genau. In jedem Fall gibt es darin sehr viele Sätze, die ich jetzt zitieren könnte, aber einer hat es mir besonders angetan und zwar heißt es gegen Ende hin, glaube ich, an einer Stelle. Und den Gescheiterten gehört das Wort. Und ich habe an diesem Satz, dieser Satz hat mich innehalten lassen, weil ich mir gedacht habe, das Tragische besteht doch eigentlich darin, dass die Gescheiterten jetzt im landläufigen Sinne, die es halt nicht schaffen, so wie es die Konvention gerne hätte, aber trotzdem nicht immer im Recht sind. Können Sie damit was Ja, anfangen? auf alle Fälle. Müsste ich jetzt wieder länger nachdenken, um eine gute Antwort zu geben, aber es freut mich. Ja, es gibt wir hier in Österreich oder die meisten von uns, also auch nicht alle, ich habe auch Leute in meinem Umfeld, denen jetzt die Lebensgrundlage ausgeht, weil
sozialen Märkte geschlossen haben, aber wir hier in Österreich sind auf alle Fälle, die meisten von uns sind privilegiert und wir können das Wort übernehmen und sollten es auch übernehmen für diejenigen, die es nicht können oder denen es aus Mangelgründen nicht möglich ist. So. Spricht man, wenn man das Wort ergreift, was Sie ja mit so einem literarischen Text tun, übernimmt man damit eine große Verantwortung? Schwierige Frage, ja. Das kann ich nicht sagen. Sprechen Sie, haben Sie das Gefühl, beim Schreiben für jemanden zu sprechen oder ist diese Vorstellung ganz fremd? Nein. Ich versuche schon auch, mich in andere hinein zu versetzen und dann vielleicht eine allgemeingültigere Sprache zu wählen. Aber natürlich ist das alles sehr subjektiv. Die Infantin ist ja ein sehr prägnantes Wort, eines, das einen fremd stutzen lässt und doch irgendwie anzieht. Dieses Infantentum ergab sich im Laufe des Schreibens oder war es von Beginn an da? Das war leider, weil ich ein eher nicht so bescheidener Mensch bin, war leider von Anfang an da. Oder das ist auch was, das mir seit Kindertagen entspricht. Dieses, also einerseits das Rotzige, andererseits das, ich wär gern eine kleine Infantin. So. Ist Fiktion überlebensnotwendig? Ja. Für mich schon, also oder zumindest die Vorstellung, die Fantasie, für mich ist das überlebensnotwendig, ja. Dieser Roman schließt ja, könnte man sagen, an eine in der österreichischen Literaturgeschichte sehr tief verankerte Literaturtradition an. Es ist eine schonungslose Auseinandersetzung auch mit dem, was Provinz in Österreich ist und sein kann, mit all der Gewalt, mit all dem Katholizismus auch, mit all der Brutalitätsbereitschaft auch. Sehen Sie sich da selbst in einer Tradition? In einer Tradition, ja, ich weiß, am ehesten, ja, also schon, genau, Anti-Heimat. Mein Lektor hat die ersten 20 Seiten von meinem Roman gelesen und hat mir dann geschrieben, hey, das ist Anti-Heimat-Literatur im Punk-Modus. Das passt sehr gut. Ja, es ist halt meine... Ich würde Günter Eisenhuber zustimmen. Es ist halt meine Generation. Also ich habe den Krieg nicht miterlebt, aber ich bin mitunter halt auch bei meinen Urgroßeltern aufgewachsen. Und da war, also das war diese Generation, die haben den Krieg miterlebt. Und insofern hat es halt auch die Folgegenerationen geprägt, so wie bei uns allen. Und... naja, und diese Parallelen, die es da vielleicht gibt, die sind halt bedingt durch meine Herkunft. Das, was ich vorher schon gesagt habe, ich bin selber dort am Land, ich komme nicht aus einem Akademikerhaus, sondern vom Bauernhof, auch wenn ich mir vielleicht manchmal anderes gewünscht hätte. Und das ist grausam und schön zugleich. Aber ich komme von dort, ich weiß, wie das Landleben ist oder sein kann und ich weiß, wie es ist, wenn man auch in einem Mehrgenerationenhaushalt aufwächst, was seine positiven und negativen Seiten mit sich bringt. Was würden Sie, wir haben jetzt wieder, es war jetzt eine Zeit lang vom Empfang her super, jetzt haben wir wieder ein bisschen Verzögerungen im Ton. Okay. Macht nichts, wir sitzen das aus. Helena Adler, was würden Sie denn an dieser
Erfahrung eben, Sie sagen, Sie kommen aus diesen Kontexten, Sie wissen sehr genau, worüber Sie schreiben. Was würden Sie denn an dieser Erfahrung dieser spezifischen Herkunft aber auch dringend nicht missen wollen? So gut wie fast alles. Also dadurch, dass mich meine Schwestern oft geärgert haben oder meine Cousinen oder was auch immer, dadurch, dass ich die Jüngste war und mich behaupten habe müssen, bin ich ja auch stärker geworden. Hätte ich keine Geschwister gehabt, dann wäre ich vielleicht wirklich sehr verwöhnt gewesen. Also das hat alles auch eine positive Prägung. Ist Entwurzelung, weil darum geht es ja auch in diesem Buch, um eine sehr starke Verwurzelung, aber dann auch um eine freiwillige Entwurzelung, aber dann auch um eine nicht freiwillige Entwurzelung. Ist diese Entwurzelung, ob freiwillig oder auch nicht, auch ein Befreiungsakt? Ja, auf alle Fälle, aber das weiß man im Akt der Befreiung meistens noch nicht. Also für mich war das zum Beispiel auch eine Herausforderung, da die Wurzeln zu verlassen. Und zwar meine ich die Wurzeln, also mit den Wurzeln tatsächlich den Ort und den Bauernhof. Ich kann es nur als ein Gefühl beschreiben. Für mich war das damals wirklich so etwas wie, wenn ich jetzt da vom Bauernhof weggehe, dann muss ich sterben. Also so hat sich das für mich angefühlt. Und aus dem Weggehen, also dadurch wächst man halt dann auch. Aber das weiß man vielleicht im Moment nicht, weil man glaubt, es gibt nur das. Bei mir war es jetzt so. Es gibt gegen Ende hin eine sehr, sehr rührende Szene, aber rührend im besten Sinne des Wortes. Ich bin für so anachronistische Begrifflichkeiten. Ich finde, man muss in gewissen Dingen daran festhalten. Jedenfalls eine sehr rührende Szene, in der dieses Mädchen zur Mutter wird und von dieser Mutter darauf hingewiesen wird, dass die Bereitschaft zu sterben, weil Sie ja zu Anfang vom Sterben gesprochen haben und von der Auflehnung dagegen, dass mit einem Kind die Bereitschaft zu sterben noch viel geringer wird. Entspricht das auch, Sie sind ja auch Mutter, entspricht das auch Ihrer realen Lebenserfahrung? Ja, auf alle Fälle. Also vorher schaue ich auf mich selber und dann ist da ein Kind, das noch viel wichtiger ist als einer selbst. Und es mag die Angst vor dem Tod vorher da gewesen sein, aber in dem Moment, in dem man Mutter ist, ist natürlich noch, da potenziert sich die Angst. Bei mir, ich habe das erlebt zum Beispiel auch bei meiner Flugangst. Ich hatte vorher ein bisschen Flugangst. Dann bin ich zum ersten Mal mit meinem Sohn geflogen und das Ganze hat sich potenziert, weil ich ja nicht nur Angst hatte um mich, sondern um ihn selber. Und die Angst um einen selber wird dann aber auch größer, weil man weiß, hey, ich muss jetzt da, also ich muss jetzt funktionieren als Mutter, das ist meine Verpflichtung, weil ich muss schauen, dass mein Kind bestmöglich aufwächst. Wir nähern uns allmählich dem Ende. Helena Adler, verraten Sie uns noch, wie Sie wirklich heißen? Ja, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile kein Geheimnis mehr, also es ist egal. Mein Mädchenname ist Stephanie Brehauser und den Adler habe ich gewählt. Also einerseits Helena ist mein zweiter Name und Brehauser wollte, also dagegen habe ich mich dann entschieden, weil es schon vorher Verwechslungsgefahr gegeben hat mit der Theresa Brehauer. Wir haben auch noch das gleiche oder ähnliche Dinge studiert und es ist ein paar Mal passiert, dass nach Lesungen zu mir die Leute gekommen sind, ach so toll und ich habe schon all ihre Bücher gelesen und es war aber erst das zweite Buch. Genau, und deswegen habe ich mich dafür entschieden, ja, mitunter. Helena Adler, vielen. Jetzt haben wir Sie nicht verstanden. Ich habe Sie nicht verstanden, weil der Empfang so schlecht war. Was haben Sie noch gesagt? War nicht so
Richtig, es ist nur Stephanie, auch wenn man den Namen wenigstens mit PH schreibt, aber es ist ein nicht so schöner Name. In Ihrer Empfindung. Helena Adler, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für die Ausnahmegespräche. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich hoffe sehr, dass die das Gespräch interessiert, trotz des schlechten Empfangs dranbleiben. Es lohnt sich jedenfalls. Die Infantin trägt den Scheitel links im Jung und Jung Verlag erschienen. Alles Gute nach Salzburg. Bleiben Sie gesund. Dankeschön. Vielen Dank Ihnen für das schöne Interview und die durchaus anregenden Fragen. Also es war sehr schön. Vielen Dank. Bleiben Sie auch gesund und ganz liebe Grüße nach Wien. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns mal richtig. Ja. Alles Gute.